wir haben den Veranstalter entführt und den bringen wir jetzt zu unserem Barbecue, was wir nämlich in unserer Villa eingerichtet haben. Genau, und verhandeln dann da über die Gage. Mal Hallo sagen. Ja, hallo. Du bist ja sonst immer auf Videos, aber alles mit Masken, ne? Ja, alles mit, immer mit Masken. Also normalerweise denkt man ja, man hat schon alles erlebt, ne? Also wie lange machen wir jetzt Musik? 40 Jahre? 40 Jahre. From the bottom of my heart, Hameln überrascht uns immer wieder aufs Neue. Wir sind hier gerade eingeladen bei Ralf, bei dem wir auch pennen, für Oma. Und er hat gegrillt in seinem Garten, das bei traumhaftem Wetter. Die Jungs von Who Killed Bruce Lee sind auch dabei. Und wir haben keine Zeit, denn... Oh yeah. Ich bin der Gastgeber, genau. Ich bin Ralf. Most awesome bist du. Ist das okay? Komm, das ist okay, wenn das auf Facebook kommt? Alles klar. So, was haben wir hier? Oh, das sieht gut aus. You like it, guys? It's good? Yeah, that's awesome. Perfect. You're doing it right. You're absolutely right. Warte, mein anderer Rucksack. Weiß ich nicht. Bitte auf jetzt meine Acht zu finden. Hörst du mal auf jetzt meine Acht zu finden? Nach dem Essen. Mitten im Stegkoma sind wir jetzt direkt vom K3. Im Stegkoma? Im Stegkoma, ja. Oder Steh? Steak. Steak. Steakkoma. Oh Mann. Mitten im Steakkoma stehen wir jetzt hier vorm K3. Da sind ein paar Leute da. Und so in 20 Minuten fangen wir an mit unserem Akt der Zerstörung. Gude! Servus! Ei, Gude! Guten Tag! Wir gehen mal kurz hier rein und wollen mal schauen, wie das hier drin aussieht. Oh, wir laufen sogar! Unsere Musik läuft! Cool! Unsere Mucke läuft! So, unser Kram steht. Bis später! Ja, wir haben gespielt im K3. Es war wie immer sehr, sehr schön. Wir fanden uns heute extrem tight. Extrem tight. Also wir haben schon auch richtig gut gespielt, das muss man auch wirklich uns auch mal lassen. Danach haben wir Who Killed Bruce Lee gespielt, war auch ziemlich cool. Die Zeit haben wir genutzt zum Surfen. Zum Surfen. Und wir waren so glorreich, wir haben jetzt sogar einen eigenen Rosenhalter, der bei uns... Ich hoffe, der ist drauf. Wir surfen jetzt wahrscheinlich, also wir surfen jetzt. Jetzt wird noch ein bisschen gesurft. Genau, ihr wisst schon. Bruce Lee ist leider abgedampft. Ja, schade. Wir hatten eigentlich gehofft, mit dem Schlagzeuger und dem Sänger noch einen zu machen, aber das hat leider nicht geklappt. Nee, der muss jetzt wahrscheinlich sein Tinder-Date flachlegen. Ja, ich glaube, er wird es gar nicht auf dem Tinder-Date ankommen lassen müssen. Servus.